Seit Oktober 2007 regierten im Linzer Nordico die Handwerker. Die Renovierung und Modernisierung lief planmäßig und seit Mitte Mai erstrahlt nun das Linzer Stadtmuseum Nordico in neuem Glanz. Grundsätzlich stand diese Sanierung schon einige Zeit an. Das ist jetzt über 1 Million Euro gewesen, was wir hier hineingesteckt haben. Ich glaube nur, dass damit natürlich längerfristig die Substanz wieder erhalten geblieben ist, und sodass sich das auch aus der Sicht des Gebäudemanagements rechnet. Dieses Haus ist jetzt zu einem offenen, zu einem transparenten Haus geworden. Alleine an der Eingangstür und im Eingangsfoyer sieht man es. Aber diese Durchlässigkeit, dieses Atmen und Luft hereinlassen spürt man auch in den Ausstellungsräumen. Es ist diese notwendige Investition jetzt tatsächlich Realität geworden. Der neuen hellblauen Fassade im Stil des 18. Jahrhunderts wurde ihr ursprünglicher Charakter zurückgegeben. Durch die an drei Ecken aufgebrachten Ecksteine wird das neue Erscheinungsbild des Stadtmuseums wesentlich geprägt. Das Facelifting betraf aber nicht nur das Äußere des Gebäudes, auch der Innenbereich wurde wesentlich modernisiert und renoviert. Im Innenbereich wurden die gesamten Ausstellungsflächen neu gestaltet, insbesondere was die Beleuchtung betrifft, ist die jetzt sehr multifunktionell einsetzbar und veränderbar. Es ist insgesamt heller geworden, weil auch Fenster geöffnet wurden. Im Veranstaltungssaal wurde renoviert und auch eine neue Klimaanlage bzw. Belüftung eingebaut, was für die Besucherinnen und Besucher noch von Wichtigkeit ist, ist ein neuer Lift. Der alte war eine Zumutung und nicht mehr benutzbar. Und es wurde auch das Kaffeehaus neu gestaltet. Einladend und freundlich führt nun ein gläsernes Portal in das Foyer des Nordicus. Neben dem neu gestalteten Kassenbereich ist nun auch noch Platz für den Museumsshop. Das Museum mit 1500 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf zwei Ebenen versteht sich als Brennpunkt der regionalen Kunstszene. Anlässlich der Wiedereröffnung des Nordicus entschied man sich aus mehreren Gründen für die Ausstellung Tür an Tür. Weil wir jetzt neu auch immer auch die regionale Gegenwartskunst zeigen, das ist ein Punkt, weil es eine ideale Ausstellung ist, an der man zeigen kann, dass Wirtschaft und Kunst sehr wohl zusammenarbeiten können. Drittens kenne ich sehr viele Künstler davon und Künstlerinnen, also es gibt eine ganze Menge Gründe. Künstlerinnen und Künstler des Egon Hoffmann Atelierhauses zeigen mit dieser Ausstellung ein interessantes Potpourri der verschiedensten Techniken und künstlerischen Ausdrucksweisen. Das Linzer Stadtmuseum Nordico feiert mit dieser Retrospektive die Wiedereröffnung, und dass man sich in den neuen Räumlichkeiten so richtig wohlfühlen kann, lässt sich bei manchen Gästen nicht verleugnen.